Hallo liebe Freunde, es begrüßt hoy Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich auf der Erstege Mühlenbeck in Göttingen, direkt vor dem Matthias Claudius Stift, wo ich erfahren möchte, ob die viel besprochene Fachkräftemangel auch hier zutrifft. Und wenn, welche Bereiche sind das? Dafür bin ich verabredet mit Herr Thomas Harms, Vorsitzender der Diakonie Christophorus. Begleitet ihr mich? Neben mir habe ich Thomas Harms, der Vorstand von der Diakonie Christophorus. Hallo Thomas. Schönen guten Tag, Herr Moreno Morales. Erzähl uns ein bisschen über das Stift, bitte. Ja, wir befinden uns hier im wunderschönen parkähnlichen Garten des Matthias Claudius Stiftes, mitten in der Göttinger Südstadt am Stegenmühlenweg. Wir sind ein Heim für ältere Menschen. Wir haben hier 82 Einzelzimmer, ein tolles Ambiente, eine tolle Küche und eine hervorragende Betreuung in allen Lebenslagen für unsere Seniorinnen und Senioren. Und welche Berufe sind hier vertreten? Hier sind ganz unterschiedliche Berufsgruppen vertreten. Natürlich examinierte Altenpflegerinnen und Altenpfleger, aber auch examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Betreuungshelfer, die unsere Menschen hier betreuen und animieren. Wir suchen aber auch Personal in der Hauswirtschaft beispielsweise. Also ein bunter Reigen, vor allem aber examinierte Kräfte. Darüber freuen wir uns einem Team, wo wir nach Tarif der Diakonie Deutschland bezahlen. Ja. Interessant, wenn wir jetzt die Leitung vorstellen könnten. Ja, sehr gerne. Unsere Leitung besteht aus drei jungen, kompetenten Frauen, die jetzt vorstellen, welche Arbeit hier getätigt wird und welche Menschen noch in unser Team passen. Hallo, mein Name ist Manuela Wagner. Ich bin hier im Matthias Claudius Stift, die Heimleitung. Wir suchen dringend Personal, um unsere familiäre Atmosphäre mit unseren Bewohnern zu stärken. Mein Name ist Lisa Sempert und als Pflegedienstleitung bin ich für die Personaleinsatzplanung zuständig. Ich sichere dir einen verbindlichen Dienstplan, denn dein Frei gehört dir. Hallo, ich bin Julia Grasme, die Qualitätsmanagementbeauftragte. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und haben immer ein offenes Ohr für dich und Flexibilität wird bei uns groß geschrieben. Was wir heute über den Fachkräftemangel erfahren haben in dieser Institution, habe ich auch erfahren von anderen solchen Institutionen. Ich habe auch erfahren, dass viele Migranten schon in diese Fachdisziplinen so sie ausbilden lassen. Ein Hinweis vielleicht zu meinem Mundschutz. Ich habe heute das nicht benutzt, weil wir den nötigen Abstand gehalten haben. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao!